Ne, das ist er, das ist er. Ah, das ist so ein Reaper-Skin, ich hab so daneben geschossen. Springt er runter? Ne, ne, nie im Leben. Doch, was ist das für eine Waffe, die du da spielst? Was ist das? Alter, was ist das? Das ist die AKU. Aber danke, das hast du wirklich perfekt fürs YouTube-Video gesagt. Ja, du wirklich das perfekt fürs YouTube. Fandest du die, sah die gut aus? Sah die stark aus? Alter, das war komplett broken. Was war das denn? Du hast gefühlt zwei Schüsse drauf gelassen. Das ist das YouTube-Intro. Leck mich am Arsch, Alter. Geld überweist du mir dann später, ne? Den hast du nicht gesehen? Den hast du nicht gesehen, Alex? Was? Nee. Da bin ich jetzt sauer. Da bin ich jetzt sauer. Ja, Freunde, wir sind wieder zurück in Warzone. Heute geht es um die AK-74U. Eine sehr, sehr geile Waffe in Warzone. Auch eine sehr, sehr zuverlässige Waffe. Dazu heute natürlich das beste Klassensetup und die Stats. Time to kill. Gibt eine Waffe, mit der man die auf jeden Fall sehr, sehr gut vergleichen kann. Und ja, dazu kommen wir gleich. Auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Video. Bleibt gerne bis zum Ende dran. Jetzt gibt es erstmal ein paar Clips mit der AK-74U noch, die ich in den letzten Tagen erspielt habe. An der Stelle auf jeden Fall Kuss geht raus an Tubo, an Alex, der mir erlaubt hat, seine Beats zu benutzen. Deshalb wird es jetzt in nächster Zeit ein bisschen Abwechslung geben. Ich habe jetzt einiges an Beats von ihm bekommen, die ich benutzen darf. Sehr, sehr korrekt. Er und Vito, die beiden haben zusammen dieses Instrumentalalbum quasi produziert und die sind auf jeden Fall jetzt immer in der Beschreibung verlinkt, weil die Songs werde ich jetzt in den nächsten Videos, wie gesagt, schon öfter benutzen. Und ja, deshalb Kuss geht raus. Wirklich sehr, sehr korrekt von denen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit den Gameplay-Szenen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Und wenn ihr noch neu sein solltet und keine Warzone-Videos mehr verpassen wollt, dann lasst sehr, sehr gerne ein Abo da auf dem Weg zu den 100.000 Abonnenten. Könnt ihr mich unterstützen. Wilde Zahl. Und ja, viel Spaß mit den Gameplays. Bis gleich. Ja, oben drauf, please. Nein, er ist der Beste. Oh mein Gott. Er wird runterspringen. Hab ihn. Ja, das Visier ist so einschränkend von der Sicht, ne? Ich finde auch, das Visier ist so... Das ist so fett. Ja, das ist so fett und auch... Es fühlt sich so richtig schwammig an. Ja, es fühlt sich echt nicht gut an. Oh. Ja! Bullshit! Seine Reaction! Yeah! Sind wir das rechts zu mir? Er war sauer. Nimmst du mich ab? Ja, warte, wo ist er? Er ist genau in der Leiter, Digga. Er ist genau in der Leiter, ich würde es nicht machen. Aber wenn du, wenn er peakt... genau in der Leiter. Ja, ich glaube, er aimt die Leiter ab, glaube ich. Er liegt genau dahinter, glaube ich. Ich kann ihn nicht sehen. Oh mein Gott. Ja! Feuerwehrturm noch, Feuerwehrturm noch. Es gibt einen Zweibein-Vordergriff. Bei das. Ja, genau, den glaube ich. Oh ja, du siehst ein Barett. Ja. Bei mir mal mehr Rauch als alles andere. So mehr Gas als alles andere. Warte. Links vor dir ist der Pass, glaube ich. Ja. Yippie! Nein! Oh! Digga. Du bist so gut, das fuck. Alter. Jetzt ein Tonstille wäre so geil. Wunderschön. Ist da vor mir? Wo vor dir? Hier in der Ecke. Hier, ja, er läuft nach hinten weg. Ist nur noch einer, oder? Ja. Also das war nur einer, jo. Komm schon, Alter. Stunt vor mir einer. Links von uns, Chris. Weg. Der läuft hier, der steht nach da. Pass auf. Okay. Ich pushe. Alter, was war das denn? Ich hab noch Totenstille. Hey, das war knapp. Ich hätte vielleicht nicht oben drauf sitzen sollen. Das ist der letzte, Flirt. Ja, hab ihn. Yes. Nice. Nein! Das ist, ja? Ist nicht der letzte! Oh mein Gott. Und ich hatte nur noch Sniper in der Hand. Ne? Alter. Das war knapp. Knocked und einer ist ganz oben. Knocked. Auch knocked. Nice. Ja, nice.
Das hat sich so angehört, als hättest du den Kill gemacht. Hast du den Kill gemacht? Ja, ich hab drauf geschossen. Ey, nimm das nicht. Nimm mir das nicht. Er sagt sich so, ja, das hab ich auch genockt. Nimm mir das nicht. Flash. Ich seh gar nichts. Ich seh gar nichts. Ich seh gar nichts mehr. Ich seh gar nichts mehr. Yo, der ist in dem Raum hier. Der ist in dem Raum. Nein, ich dachte, den hättest du. Da war noch einer. Ich hab den einen, der da drin war. Ach so, da waren zwei. Ja. Okay. Unter der Mauer. Anstatt einfach zu sagen, wieder gekauft. Hab ihn knockt. Und trotzdem nur knockt. Aber wo ist deren Mate? Weil also, die waren beide jetzt wieder nur knock. 40 Meter vor uns. Wipe. Am Shop, Chris. Ich seh. Einer hier außen schon knock. Außen am rechtesten Haus hier gewesen. Ich will einfach mal den Shop positioned. Shipwreck hier in der Ecke. Ja, ja. Omni. Knock. Noch einer Knock. Noch einer Sheepbreak. Noch einer Knock. Der ist hier im blauen Haus. Nein, hab ich. Wipe. Oh mein Gott. Er ist Omni. Got him. Von beiden Seiten auf dem Dings. Ich bin auch tot. Und das ist so dumm. Erst auf mein Lächeln. Würde ich nicht machen. Doch, ich brauch die Muni und alles von denen. Ich würd's machen. Ich seh nicht. Da! 1v1. Muss er zu mir, ne? Grüße. Ja, Freunde, da sind wir wieder, die AK-74U, eine sehr, sehr geile Waffe. Ich will ganz kurz aber mal zu einem Thema kommen, was irgendwie weird ist. Wieso muss ich das überhaupt ansprechen? Aktuell schreiben mir ziemlich viele in die Kommentare, jede Waffe ist angeblich irgendwie die neue Meta oder sowas. Stimmt nicht, ich habe in den letzten Videos nie gesagt, dass diese Waffe die neue Meta sein könnte oder ist und sowas. Bullfrog ist nicht Meta, habe ich ganz klar gesagt. AUG habe ich im Titel stehen, ist die AUG die Meta? Habe ich aber direkt wirklich innerhalb der ersten Minuten gesagt, so nein, auf gar keinen Fall. Aktuell haben wir die Situation, dass wir sehr, sehr viele Waffen austesten können, weil es nicht so eine eindeutige Meta gibt. Es gibt keine DMR, die so viel stärker ist als der Rest. Und deshalb gibt es halt viele geile Waffen, die einfach nice sind. Und die Frage ist, soll ich in meinen Titel schreiben, AK-74U ist geil, oder soll ich schreiben, AK-74U beste Klasse, was total langweilig ist. Natürlich ist ein YouTuber, ein Content Creator irgendwie darauf aus, mit den Videos auch ein paar Klicks zu erzielen, so, ne, ist ja irgendwie klar, so, ne, und ich weiß nicht, guckt euch doch das Video an, genießt den Content und versucht nicht immer irgendwie was Negatives oder sowas zu finden. Die AK-74U ist auf jeden Fall eine geile Waffe, ich erkläre euch auch gleich wieso, ihr könnt die gerne ausprobieren. Es ist nicht die absolute Meta, sie ist nicht besser als viele andere MPs, aber sie ist eine geile Waffe. Warum muss ich mich dafür überhaupt rechtfertigen? Ist es, ja. Ihr habt ja im Gameplay gesehen, dass ich die SPR ziemlich oft gespielt habe. Vorab, die Tarnung, die ich hier spiele, die ist nicht mehr erhältlich, die gibt es nicht mehr, braucht ihr nicht danach fragen. Zur SPR kommt aber das nächste Video, wird sehr, sehr geil. Ich hoffe, dass ich im nächsten Stream noch ein paar SPR-Clips erspielen kann und dann wird das Video auf jeden Fall ziemlich lecker. Wir legen los mit dem Schaden von der AK-74U und ich habe ja am Anfang vom Video gesagt, man kann die sehr gut mit einer anderen Waffe vergleichen und zwar mit der Bullfrog. Die sind sich tatsächlich in sehr, sehr vielen Dingen ziemlich, ziemlich ähnlich. Ich habe ja schon bei der Bullfrog gesagt, sehr geile Waffe, ziemlich underrated, spielen sehr wenig
einige Leute. Und ich kann euch einfach mal empfehlen, was anderes zu spielen, außer Mac 10 und Cold War MP5 und sowas. Deshalb spielt auf jeden Fall mal auch die Waffen, die machen ultra viel Spaß. Ich habe ja auch ein Video gemacht, wie man Waffen leveln kann, ohne da groß in Warzone sich schlachten lassen zu müssen. Ohne Aufsätze, könnt ihr gerne mal abchecken auf meinem Kanal. Ihr macht mit der AKU 56 Schaden auf den Kopf. Ich glaube, mit der Bullfrog waren es 54 oder 55. Also noch ein bisschen mehr sogar. Ist ultra, ultra krass. Die AKU und die Bullfrog machen auf den Kopf sehr, sehr viel Schaden. Das ist echt viel für eine MP. Man braucht auch wieder nur 5 Kugeln. Das heißt, die Time to Kill auf den Kopf ist wieder ultra krank. Kommen wir gleich dazu. Auf den Oberkörper und generell auf den Rest des Körpers, egal ob ihr dann quasi so auf den obersten Teil der Brust schießt oder in den kleinen Fußzeh vom Gegner, macht die 35 Schaden. Bei der Bullfrog anders, da macht ihr auf die Extremitäten weniger Schaden als auf den Oberkörper. Aber bei der AKU ist es so, dass egal wo ihr sonst hinschießt, außer auf den Kopf, macht ihr 35 Schaden. Und das ist auch sehr, sehr solide. Bei einer Feuerrate von 696 Rounds per Minute kommt ihr auf eine Time to Kill auf den Rest des Körpers, wenn ihr keinen Kopfschuss trefft, von 603 Millisekunden. Das ist eher geht so bis solide, aber eben nicht krass. Wenn ihr aber einen Headshot mit reinmixt, dann könnt ihr die Time to Kill krass senken, weil ihr auf den Kopf eben heftig, heftig, heftig viel Schaden macht. Wenn ihr nur Headshots trefft, kommt ihr auf eine Time to Kill von 345 Millisekunden. Das ist nur ein ganz kleines bisschen schlechter als die Bullfrog Time to Kill auf den Kopf, die ja von den MPs die beste ist. Deshalb AKU und Bullfrog, beides sehr geile Waffen. Wenn ihr ganz gutes Aim habt und versucht ein bisschen auf den Kopf zu zielen, dann können die Waffen ultra viel Spaß machen. Und manchmal denkt man sich dann auch so, oha, der ist jetzt arg schnell umgefallen. Sehr, sehr krank. Ja, Freunde, kommen wir zu meinen Aufsätzen auf der AKU bei der Mündung. Relativ standardmäßig der Agency-Mündungsfeuerdämpfer, beziehungsweise bei manchen Waffen heißt der GRU-Mündungsfeuerdämpfer. Beim Lauf nehmen wir auch wieder den Sonderkommandolauf mit. Ich habe ja im letzten Video von der Bullfrog auch schon erklärt, wieso, weshalb, warum. Unbedingt das auch noch abchecken. Der ist nämlich echt geiler als der verstärkte Lauf, obwohl bei der Beschreibung echt das nicht so aussieht. Aber ja, wie gesagt, im anderen Video habe ich das schon erklärt. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Beim Unterlauf auch wieder relativ standardmäßig den Spitznassgriff für horizontalen und vertikalen Bounce quasi, damit ihr weniger Rückstoß habt. Und so ist die auf jeden Fall easy zu kontrollieren auch. Ziemlich geil. Bei der Munition auch wie bei den letzten Videos schon das erste größere Magazin. Da ladet ihr nicht schneller mit nach, aber ihr habt halt 40 Schuss im Magazin, was halt ziemlich geil ist. Dafür verliert ihr nicht an ADS-Time, denn ja, mit dem schnellen 50 Schuss Magazin geht man echt langsam ins Visier. Also da verliert man echt krass an Zielvisiergeschwindigkeit, was echt nicht so geil ist. Deshalb das 40-Schuss-Trommelmagazin. Dann haben wir noch einen Aufsatzplatz frei. Manchmal ist es so, dass die AKU ein bisschen verbuggt ist, dass sie nicht dahin schießt, wo sie eigentlich hinschießen sollte. Teilweise ist es so, dass dann die Kugel ein Stückchen weiter unten landet, als ihr eigentlich mit dem Kim und Korn drauf seid. Das könnt ihr aber verhindern, indem ihr den Aufsatz kein Schaft spielt. Dann ist das auf jeden Fall nicht mehr so. Und das ist sowieso ein nicer Aufsatz. Dann ist euer Visier ein bisschen weiter weg. Ich finde, es sieht ein bisschen nicer aus generell. Und ihr habt eine bessere Sprint-Out-Time. Das heißt, nach dem Sprinten könnt ihr schneller anfangen zu schießen. Ziemlich geil. Und ja, bei dem Skelettenschaft, den habe ich auch so ausprobiert. Ich glaube, da ist das extrem mit dem, die AKU schießt woanders hin, als sie eigentlich sollte. Es ist sowieso komplett bekloppt, wie die Aufsätze hier funktionieren teilweise. Auf jeden Fall ohne Schaft funktioniert für mich sehr, sehr gut. Das ist eine echt geile Klasse. Probiert die auf jeden Fall mal aus. Keine Meta-Klasse, nicht viel, viel kranker als andere Waffen. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Waffe. Könnt ihr gerne mal ausprobieren, wenn ihr nach Abwechslung sucht. Vor allem auch sehr geil zu kombinieren mit einer Sniper. Ich habe es ja hier mit einer SPR gemacht. Ihr könnt aber auch mit einem Sturmgewehr das Ganze kombinieren. Ist komplett euch überlassen. Das soll es mit dem Video gewesen sein. Währenddem jetzt hier der Hintergrund nicht lädt. Jetzt erst. Perfekt. Ach du Kacke. Alles komplett verbuggt. Komplett verbuggt alles. Seht ihr das? Ist das hässlich? Naja, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Haut rein. Ciao, ciao.